Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute habe ich mal wieder einen deutschen Whisky auf unserem Fass, frisch in unserem Shopsystem auf whisky.de eingetroffen. Und es ist der Wild Whisky Black Forest. 8 Jahre, 42 Volumenprozente, 39,90 bei uns im Shopsystem. Aber Achtung, 0,5 Liter erhalten Sie dafür und nicht die üblichen 0,7. Die Flasche hat jetzt nicht von mir einen extra Korken bekommen, weil der alte irgendwie kaputt gewesen wäre. Nein, die kommt so. Die kommt mit so einer Korken, der oben aus der Flasche rausschaut und erinnert so ein bisschen früher an die Piratenfilme, wo die den Korken mit der Zunge rauszogen und dann die Flasche auf einen Zug leerten. Der Korken fällt auch nicht raus, weil er mit einer stabilen Plastikkappe hier festgehalten wird. Es ist ein Designelement und stammt wohl von deren Rum. Also die Whiskybrennerei ist eigentlich die Wild Spirits. Die Firma heißt Wild, deutsche Wild, und liegt im Schwarzwald, ich sag mal ein paar Kilometer von Offenburg ins Tal rein und existiert seit 1855 und hat 15 Destillationsapparate dort stehen. Und dieser Wild Whisky, Black Forest, anscheinend richtet sich das Black Forest auch an die Touristen, die da vorbeikommen. Der wird also auf 3 Brennblasen hergestellt, also triple distilled. Und hier steht nur Whisky drauf, ist aber ein Single Malt Whisky. Und die Besonderheit an diesem Single Malt Whisky ist, dass er mit einer frischen Hefe angesetzt wird und nicht mit so einer Trockenhefe, wie es häufig der Fall ist. Und man hier also mehr Kontrolle über die Hefen hat und das soll zu einer höheren Fruchtigkeit führen. Gereift wurde dieser Whisky in amerikanischen Weißeichenfässern und Sherry- und Cognacfässern. Ja, noch was zu sagen? Nee, eigentlich nicht. Ich war noch nicht dort. Wenn ich nächstes Mal im Schwarzwald bin, schaue ich da vielleicht mal vorbei. Und riecht schon ein bisschen fruchtig und whiskymäßig. Ganz viel Reklame machen sie auf ihrer Webseite für ihren Rum. Wobei sie beim Whisky hier darauf aufmerksam machen, dass sie hier also lokale Gerste nehmen, die ich vermute mal im nicht weit entfernten Rheintal zu Hause ist oder gewachsen ist. Aber für ihren Rum, den werden sie doch nicht aus Zuckerrüben machen, sondern normalerweise Zuckerrohr für. Und das wächst nicht in Deutschland. Also da ist irgendwie für mich die Strategie nicht ganz klar. Im Whisky passt das. Aber warum man jetzt hier vorne einen Steinbock da drauf hat? Gibt es im Schwarzwald Steinböcke? Vielleicht gab es im Schwarzwald Steinböcke. Aber Steinböcke heißen Steinböcke, weil sie sich ja in die steinernen Regionen oberhalb der Baumgrenze zurückziehen. Und der Schwarzwald ist bis auf den Feldberg bewaldet. Also ich glaube nicht, dass da unbedingt die Steinböcke jetzt leben. Wie der nun seinen Weg da drauf gefunden hat, aufs Etikett, kann ich auch nicht sagen. Muss ich mal besuchen, mal mich mit den Leuten unterhalten. So, Whisky, leicht rötliche Farbe, nicht gefärbt. Für einen 8-Jährigen auch ganz schön dunkel. Da sieht man, was also diese Nachreifungsfässer, ich weiß nicht, ob der nachgereift ist oder ob der parallel gereift ist, weiß ich nicht. Was diese Sherry- und Cognac-Fässer hier nur an dieser Stelle ausmachen. Weicher, fruchtiger Geruch. Vanillenote spricht für erst befüllte amerikanische Weißeichenfässer. Eine leichte weinige Note ist mit dabei. Intensiv und er gilt als femininer Whisky, was immer das in der heutigen Zeit bedeutet. Da müssen Sie mal wahrscheinlich Ihre Webseite überarbeiten. Ich kenne also etliche Damen, die mögen die rauchigen Rachenputzer am liebsten. Und hier gilt also der nur als femininer Whisky und wird damit wahrscheinlich übersetzt gemeint sein, dass er weich und mild ist. Er riecht nicht wie ein Schotte, erinnert aber an einen Schotten und hat aber eine sehr deutliche Fruchtnote mit drin. Auf welchen Potstills sie immer den dort hergestellt haben. Es gibt Potstills, die man auf der Webseite sieht, die doch durchaus einen schottischen Charakter des Whiskys dann erwarten lassen. Aber wie nun die dritte Brennstufe dann aussah, schwer zu sagen. Vielleicht waren es die Rectifier, die man auf dem Bild nebendran sieht. Weiß man nicht so genau. Mhm.
Mit 42 Volumenprozenten hat er genau die richtige Stärke. Und jetzt schmeckt er auch nach einem Sherry-Fass-Whisky. Der Geruch hat ein bisschen mehr, eine stärkere Fruchtnote drin. Ich möchte ihn auf keinen Fall als Gerstler bezeichnen. Nein, da ist er weit von entfernt. Ist also dichter am Whisky dran. Und mit dem Geschmack jetzt im Mund bildet sich eine leichte Schicht auf im Mundinnenraum aus. Und ich meine so ein bisschen die Limousin-Eichenfässer aus Frankreich. Schwarzwald ist nicht weit. Auf der anderen Seite des Rheins ist Frankreich. Von dort aus bis in die Region Cognac ist nicht so weit. Also die Connections werden sie da haben, nach Frankreich rüber. Und da meine ich jetzt so ein bisschen diese aromatische Limousin-Eiche drin zu spüren. Ja, durchaus süffig, nicht kompliziert. Auch ausgewogen. Ein Whisky, der jetzt mit 39,90 in der 0,5 Liter Flasche ein bisschen teurer ist. Dafür hat er im Gegensatz zu vielen anderen deutschen Whiskys eine Altersangabe von 8 Jahren. Werte ihn jetzt ein bisschen auf. Und dazu dann noch die Sherry und die Cognac-Fässer werte ihn auch noch auf. Und damit geht der Preis schon so in Ordnung. Ganz schön süffig. Jo. Und wenn da Black Forest draufsteht, bestimmt auch gut für die Touristen am Brennerei-eigenen Shop. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.